Meine heutige Heimat Primiz war die erste Messe eines russischen Priesters der Priesterbruderschaft St. Pius X. Mein Name ist Viktor Pasichnik. Ich bin in Russland, in Moskau geboren, dort aufgewachsen. Es war nicht leicht für meine Eltern in die Kirche zu gehen, weil man die Arbeit verlieren konnte. Und sie haben das nach der Wende gemacht, dass ich in der russisch-orthodoxen Kirche getauft wurde. Ich war überzeugt, dass die orthodoxe Kirche die wahre Kirche ist, die wahre Kirche Christi. Unerwartet habe ich dann später erfahren, dass die katholische Kirche die wahre Lehre hat, dass die orthodoxe Kirche eigentlich sich irrt. Und dann später habe ich gemerkt, das stimmt etwas nicht, weil diese Liturgie in der modernen Kirche. Und ich habe gelitten unter diesen Umständen, die da herrschten. Ich wusste das gar nicht, dass im Zweiten Vatikanischen Konzil viele Änderungen vorgenommen wurden, auch auf dem liturgischen Gebiet. Also im Vergleich zum Ostritus und diese überlieferte Tradition des Ostens. Und ich dachte, die Tradition des Westens ist genauso, einfach überliefert aus den früheren Jahrhunderten und unverändert so auch in diesem 21. Jahrhundert auch so geblieben. Natürlich habe ich dann mich auseinandergesetzt mit der neuen Messe und der alten Messe, wie das dazu kam. Und so habe ich auch im Internet gefunden die Seiten von der Priesterbruderschaft St. Pius X. Am 2. Februar 2013 ist es soweit. Viktor Pasichnik aus Moskau empfängt die Soutane aus der Hand von seiner Exzellenz Weihbischof Tissier de Malleret. Die Soutane ist das Kleid des Klerikers. Ein öffentliches Bekenntnis der Trennung von der Welt und der Tugend der Gottesverehrung und der Keuschheit. Betrachtet eure Soutane als eures Ordenskleid. Eure Soutane, liebe Seminaristen, ist mit sich allein eine Predigt. Mit euren Soutane seid ihr schon Prediger. Die plötzliche und völlige Umwandlung eures Aussehens wird unvermeidlich euren lieben Eltern und Verwandten überraschen. Es war sehr schön, ich bin Gott sehr dankbar für diese Zeremonie, dass Gott durch die Hände von Bischof mir dieses Kleid gegeben hat. Ja.
Die Einkleidung ist für Viktor erst der Anfang. 5,5 Jahre Ausbildung stehen nun vor ihm. Pater Berthaud ist Subregens und Professor am Priesterseminar Herz Jesu. Er erklärt, worin diese Ausbildung besteht. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Die Priester müssen an Glaubenswissen und Heiligkeit den Gläubigen vorangehen. Daher gehört zur Priesterausbildung zuallererst das Gebetsleben. Das Herz des Priesters muss bei Gott zu Hause sein. Im zweiten Ausbildungsjahr kommt das eigentliche Studium hinzu. Das Wissen des Priesters muss gut fundiert sein. Das beständige Lehramt der Päpste, die Heilige Schrift und der heilige Thomas von Aquin sind die Hauptquellen. Also für einen nur moralischen Einfluss treten Alexander von Heels, Ventura, Scotus, Corandus, beeinflussen auf doppelte Weise bestanden werden. Das ist Aber er spricht jetzt von jenen, die verstehen, was es bedeutet. Aber also es gibt in Dieu, die per se notus, per se nota, allen sind. Die Philosophie und Theologie schärfen den gesunden Menschenverstand der Seminaristen. Ihr Urteil wird verfeinert. Für die komplexen Probleme des modernen Lebens darf ihnen die Klugheit nicht fehlen. Aus dieser Erkenntnis lebt der Priester, davon predigt er den Menschen, um sie schließlich durch die Sakramente zur Anschauung Gottes zu führen. Stand alle Männer Stade und sah dem Fischlein zu. Die Seminarküche sorgt dafür, dass die Seminaristen bei Kräften bleiben. Die erarbeiteten neuen Konstitutionen waren dann der religiösen Kongregation unterbreitet. Nach dem Konzil hat der Papst alle Kongregationen aufgefordert. Die Mitarbeit im Haushalt ist selbstverständlich. Daneben kommen auch Freizeit und Erholung im Seminarleben nicht zu kurz. Im Laufe seiner Seminarzeit empfängt Viktor 4 niedere und 3 höhere Weihen. Jeder der Weihen überträgt eine Aufgabe, die auf das Priestertum hingeordnet ist. Oh.
30. Juni 2018, der Tag der Priesterweihe. Pasichnik aus Moskau, Diözese Moskau, Russland. Sechs Jahre hat sich Viktor auf diesen Augenblick vorbereitet. Vor der Weihe legen sich die Kandidaten auf den Boden, um ihre Ganzhingabe zum Ausdruck zu bringen. Alle Heiligen des Himmels werden im lateinischen Gesang angerufen, um bei dem nun folgenden Geschehen durch ihre Fürsprache gegenwärtig zu sein. In tiefer Stille legt der Bischof den Weihkandidaten die Hände auf und überträgt ihnen so das Amt des katholischen Priestertums. Dieser Ritus geht zurück bis an die Anfänge der Christenheit. Er ist durch die Apostel selbst überliefert. Auch alle anwesenden Priester legen den Neugeweihten die Hände auf. Viktor empfängt nun das priesterliche Gewand. Der Bischof salbt seine Hände mit heiligem Öl. Mit diesen geweihten Händen wird er in Kürze den Kelch berühren. Von jetzt an besitzt er Kraft und Gewalt, das hochheilige Messopfer unseres Herrn Jesus Christus darzubringen. Sie müssen davon überzeugt sein, dass das heilige Messopfer allmächtig ist und wirkt auch heute für das Heil der Seelen und für die Bekehrung der Menschen. Am Ende der Zeremonie spenden die neugeweihten Priester ihren ersten Segen. Viele sind von weit her angereist, um diesen sogenannten Primizsegen am Tag der Priesterweihe zu empfangen. Sancte Therese, Vita Domium Sanctorum, omni benedizione celestia atque terrestre, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Lieber Viktor, ich frage Sie, wie erklären Sie sich dieses Epos von einer atheistischen Heimat aus, durch eine schismatische Kirche hindurch, an einen protestantisierten Messritus vorbei, bis zum katholischen Priestertum, bis zur Teilnahme an die Opferhandlung Jesu Christi am Altar? Wie erklären Sie sich das? Lieber Viktor, Sie haben den Entschluss gefasst, einen großen, einen schwierigen Schritt zu machen. Als geborener Moskauer, als Russe, der an seine Heimat und an ihrer Geschichte hängt, der seine Sprache und sein Volk liebt, haben Sie den Entschluss gefasst, die orthodoxe Kirche zu verlassen, um katholisch zu werden. Sie wissen es besser als wir alle. Nicht Sie haben das alles geschaffen, sondern die Gnade Gottes in Ihnen. Die sichere und starke Hand Gottes ist es, die Sie gelenkt hat. Seine Gnade ist es, die Sie getragen hat. In der Geschichte Ihrer Berufung wird die Kraft der Gnade Gottes sichtbar. Fiducia ad
et gratiam in venia. Dominus vobiscum. Ich wollte diese Messe auch als Priester feiern. Und deswegen bin ich nicht in St. Petersburg in das moderne Priesterseminar der katholischen Kirche eingetreten, sondern bin nach Deutschland gereist. Und für meine Eltern, für meine Familie, das war sehr schwierig, das zu akzeptieren, dass ich so weit reisen muss. Ich will auch danken meinen Eltern für alles, was sie für mich getan haben, damit auch diese Beruf zustande kommt. Vielleicht war das ihnen gar nicht bewusst. Виктор учился, пошел учиться в семинарию, и уже прошло много лет, когда он находится в католической вере, и я много ездила вместе с ним и видела людей, их искреннюю веру, доброту, любовь. Это на меня произвело очень большое впечатление. Сегодня, конечно, такой знаменательный день, очень большой праздник. И, конечно, мы чувствуем гордость за своего сына, радость за него. Erzbischof Lefebvre hat das heilige Messopfer gepredigt und gezeigt, dass wir leben sollen aus dem lebendigen Glauben an diese Geheimnisse. Ich habe empfangen, was ich euch weitergegeben habe, die heilige Messe, das Altarsakrament, das Priestertum, das Jesus im Abendmahlsaal eingesetzt hat.